das Thema Ukraine und Russland, gerade auch mit Blick auf die zunehmende Schärfe der Auseinandersetzungen in den letzten Tagen. Wir werden zu berichten haben, wie sich die Vorbereitungen auf den von manchen gewünschten Gipfel in Astana entwickeln. Dazu gibt es natürlich laufend Kontakte, allerdings auch nach einer Begegnung, die wir vergangene Woche in Berlin hatten und die enttäuschend verlaufen ist. Ob das in dieser Woche anders sein wird, das werden wir sehen, können wir heute noch nicht beurteilen. Aber jedenfalls müssen wir in dieser Woche entscheiden, ob wir auf einem Weg in Richtung Vorbereitung auf eines Gipfels sind oder nicht.